Naja, also die Highlights waren zweifellos die Co-Produktion mit den Wiener Festwochen. Das war in jeder Beziehung ein Highlight, erstens mal, weil es so lustig war, wie das zustande kam. Und wir am Anfang ja dachten, da will uns jemand einen Streich spielen und uns veralbern. Und wir haben das zunächst mal nicht ernst genommen. Und dann war es natürlich da in Wien zu sein und da zu proben mit Sängern der Wiener Staatsoper und der Wiener Akademie und überhaupt bei den Festwochen zu sein. Das war natürlich toll. Also das ist ein Highlight. Ein Highlight ist natürlich auch Theater der Welt. Keine Frage, das hat man nur einmal in seinem Leben. Und das sozusagen als Intendant machen zu können, das war für mich natürlich so ein großes Highlight. So, das sind jetzt auch nochmal die Leuchttürme, die mir sofort einfallen. Naja, das Besondere ist hier in der Tat, dass das Publikum uns dazu bewegt hat, vorwiegend oder jetzt im Prinzip ja nur noch im Abendspielplan zu spielen. Das ist ja eine Entwicklung, die über viele Jahre ging und irgendwie aussagt, dass das Publikum, das erwachsene Publikum, Menschen zwischen 18 und 80, den Reiz dieser Kunstform zu schätzen wissen. Und was könnte der Reiz sein? Ich erkläre es mir so, dass ich sage, diese offene Spielweise ist das, was die Menschen besonders mögen. Einmal, weil sie sehen, wie das Theater entsteht und ihm zeitgleich erliegen. Also sozusagen, sie können, sie sehen sozusagen, wie die Puppe animiert wird und sagen hinterher trotzdem, die war ja so lebendig. Wir haben lustige Diskussionen mit den Leuten, die behaupten, die Puppen hätten geblinzelt oder gelächelt oder die Augenbrauen hochgezogen und sowas, die Puppen alle definitiv nicht können. Das ist die Leistung, die der Zuschauer da selber erbringt beim Zuschauen und möglicherweise ist auch das eben reizvoll. Also als ich sozusagen entschieden habe, nochmal so, um so eine Verlängerung mich zu bewerben, dann nimmt man sich natürlich sozusagen auch bestimmte Dinge vor, die man machen will. Und für uns bedeutet das, dass wir jetzt nach 10 Jahren der internationalen Großproduktion, das heißt, das muss man sich so vorstellen, einzelne Produktion kostet so viel wie 2 Jahresbudgets hier in Halle für das Puppentheater. Und das ist natürlich nicht nur Geld, da ist natürlich wahnsinnig viel Organisation und Kraft und so weiter. Also nach 10 Jahren dieser Internation machen wir jetzt die letzte große Produktion, Moby Dick. Die kommt im Herbst diesen Jahres. Und danach werden wir uns jetzt aktiv um diese internationalen Großproduktionen nicht bemühen. Großproduktion heißt, wir suchen uns Partner aus dem Ausland, wir suchen uns andere Gruppen und so weiter. Dass wir selber ins Ausland reisen, heißt das nicht, das wird auch weiterhin sozusagen Bestandteil dieses Theaters sein, aber wir reisen eben sozusagen mit unseren eigenen Stücken. Und wir wollen ein bisschen den Blick wieder stärker auf Halle richten. Wir wollen, denn in Halle oder gerade in dieser GmbH gibt es ja reiche Möglichkeiten. Ich würde eben gerne mal eine Co-Produktion oder eine Produktion mit dem Ballett machen. Mit dem Orchester natürlich. Das würde mich sehr reizen. Da muss man jetzt gucken, da muss man Gespräche führen, da muss man den geeigneten Stoff finden und so weiter. Es hat da schon erste Vorgespräche gegeben, muss man mal gucken, wie das weitergeht. Und natürlich, in diesem Zeitraum werden wir nämlich 24, 70 Jahre. Und diese 10er-Jubiläen sind ja bei uns sozusagen immer eine große Sache. Und ich habe davor, ein großes Festival zu machen, das ausschließlich draußen stattfindet, unter freiem Himmel. Also sozusagen, es soll keine Inszenierung geben, die in einem Raum spielt. Und wenn mich die ganze Stadt unterstützt und ich genügend
verrückte, besessene, großzügige Menschen finde, dann wünsche ich mir, dass die Lebens-, also die 30, 20 Meter großen Marionetten von Royal Deluxe durch Halle laufen. Das fände ich toll. Die sind ja schon mal in Berlin gewesen vor 10 Jahren, vor 8 Jahren. Da waren 1 Million Zuschauer da. Wenn wir vielleicht nur 250.000 auf die Straße bringen, wäre ja auch schon viel. So. Also, man muss ja große Träume haben. Das hätte ich gern, dass uns das gelingt. Und wenn uns nicht die großen Puppen von Royal Deluxe gelingen, dann muss uns eben irgendwas anderes, Vergleichbares da einfallen. Aber das hätte ich gern. Und dann möchte ich auch, dass die anderen Sparten sich irgendwie da beteiligen. Also hätte ich gern so ein großes Spektakel, das, an dem sozusagen einmal niemand vorbeikommt. Naja, die Menschen beschäftigen sich ja immerzu mit der Frage nach dem Glück und wir beantworten alle Fragen. Man kauft sich dann eine Karte, geht rein, geht raus und dann sind alle Fragen zum Glück beantwortet. Nee, so ist es natürlich nicht, aber es ist ein Stück sozusagen, das ich mit den Versuchen und mit den Anstrengungen, so will man sagen, mit den Anstrengungen der Menschen beschäftigt, glücklich zu sein. Und natürlich, weil es ja Theater ist und Theater lebt vom Konflikt, auch sozusagen von der großen Fähigkeit der Menschen, unglücklich zu sein. Und wie, also sozusagen, wenn es einen selber betrifft, merkt man das natürlich nicht, aber wenn man von außen drauf guckt, kann man ja manchmal sehen, was für absurde Unternehmungen Menschen anstellen, um das Naheliegendste nicht zu sehen oder nicht zu erfahren oder nicht zu, ich weiß nicht, wie soll man das sagen. Also es ist ein kurzweiliger Abend, man kann da Wein trinken und Bier und Wasser, wenn man will, während der Vorstellung. Es ist so ein bisschen so eine Open Stage, also natürlich gefaked, aber sozusagen so eine Lounge, so ein Club, in dem man geht und da wird man so durch den Abend geführt und es gibt so ein Nummernprogramm über das Glück oder übers, so. Also da treten Tiere auf, Lagerfelds Katze redet übers Glück, Michael Jackson tritt auf und so, ja, also es ist Prominenz und ganz normale Menschen, die über ihre Versuche